Ja, herzlich willkommen zurück vom Mexiko Mainland. Gestern haben wir noch erfolgreich Wasser aufgefüllt und ein bisschen was eingekauft. Und dann haben wir schließlich mal wieder einen äußerst paradiesischen Ort gefunden. Wir denken ja so oft, es geht nicht besser, auch schon auf der Baja, weil irgendwie immer ein Platz besser als der andere. Und jetzt haben wir das Gefühl, okay, wir haben schon wieder einen Ort gefunden, der uns einfach aus den Socken haut, weil er so schön ist. Ich zeige euch das mal. Da steht Yoda einfach am Strand. Die Kokospalmen dahinter, Arthur in der Hängematte. Da auch der Unimog von Uli und Manuela. Also, und weit und breit eigentlich niemand. Ist einfach nur paradiesisch. Im heutigen Video soll es mal ein bisschen um die guten und schlechten Seiten Mexikos gehen. Vom wunderschönen Strand geht es jetzt durch die kleinen und engeren Straßen, welche sich hin und wieder als Herausforderung darstellen. Warum sind wir überhaupt hier in diesem kleinen Örtchen gelandet? Es gibt halt diese große Straße und eine kleinere Parallelstraße. Für die große Schnelle muss man rechts abbiegen. Mautzahlen hin und wieder mal. Und wir sind irgendwie jetzt automatisch nicht 100% gewollt auf der großen gelandet. Wir haben dann gesehen, dass da bald eine Mautstation kommt, die $30 wollen. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir aber nicht unbedingt zahlen. Und dann haben wir noch diese klitzekleine Abfahrt gesehen. Dem Streckenverlauf 4 Kilometer folgen. Hier wirklich durch die mexikanische Dorfgegend führt. Das ist mal ein Baum hier. So, wir haben letzte Nacht hier einfach beim Walmart in Tepic geschlafen. War ganz okay, aber nur um euch auch mal die Realität dahinter zu zeigen. So schaut es da auch immer aus. Ja, ist also nicht immer alles nur schöne, heile Welt. Da hat man hier hinter sich so einen wunderschönen, gelb blühenden Baum stehen. Und darunter sieht es dann auch gleich wieder so aus. Klassisch. Also jetzt haben wir das erste Mal eine etwas komischere Inspektion. Irgendwelche Leute in halber Uniform. Auf der Oberländer auch schon komische Sachen gelesen. Mal sehen, was jetzt passiert. Was haben sie dich jetzt gefragt? Ob wir YouTuber sind. Aha. Hey man. Was machen sie da? Bei der Manuela, die suchen es sogar am Körper ab. Also. Aber immerhin. Deswegen habe ich gesagt, dass nicht aussteigen. Ja, immerhin war es die Frau. Eben bei Oberländer stand auch, dass sie mal irgendeiner an die Brust gefasst haben und Geld wollten und so. See you later, man. See you guys. Haben sie dich jetzt nach Geld gefragt? Nur, wir sind mal dabei. Aha. Also solche Sachen sind hier dann schon eher von der unangenehmen Seite. Aber lasst uns doch wieder zu den guten Dingen kommen. Uli, wo sind wir? Hier. Schön. Tequila. Er fragt immer so blöde Fragen. Ich frage gern blöde Fragen. Schwert er sich immer blöde Antworten. Also, wir sind jetzt auf dem Sportplatz von Tequila. Genau, just angekommen und wollen jetzt mal schauen, ob es auch für uns Tequila
pur oder als Mixgetränk zur Verfügung ist. Margaritas trinken. Mal sehen, ob die so gut können wie du. Ja, das nicht. Was ich jetzt erstens finde, ist die ganzen Farben sogar auf der Straße ein. Olli lässt sich nicht lumpen. Jetzt geht's los. Mucho gusto. Tequila darf sich im Übrigen nur jener Mezcal nennen, der in der Umgebung der Stadt Tequila im mexikanischen Bundesstaat Jalisco und in vier weiteren Staaten aus dem Herzen der blauen Agave gewonnen wird. Durchschnittlich dauert es 8 bis 9 Jahre, bis solch eine Agave geerntet werden kann. Für gewöhnlich beträgt der Alkoholgehalt zwischen 38 und 40, bei einigen Tequilas auch bis zu 50 Volumenprozent Alkohol. Wir gehen ja. Also ich habe ja vorgestern ein Firmware-Update von der Kamera gemacht und ich habe zumindest beim aufs Display schauen das Gefühl, dass es deutlich, deutlich stabiler ist, als es war. Das heißt, an alle, die sich beschwert haben, dass unser Material immer so verwackelt ist, die werden sich jetzt freuen, weil es wirkt, deshalb ist die Kamera deutlich besser jetzt macht. Juhu! Prost! Strahlen wir doch. Warte. Nur so gucken. Oh, ich hab den verkehrt. Strahl doch mal. Warum hast denn du einen Knick in deinem und ich nicht? So, nach einem Abendessen sind wir zurück bei den Carros. Tequila, coole Stadt. Kann man so mal empfehlen. Auf unserem Weiterweg durchs Landesinnere kommen wir jetzt gerade durch Guadalajara. Ist, glaube ich, eine recht große Millionenstadt. Lässt sich quasi nicht vermeiden, durchzufahren. Und das ist leider eines der weniger lustigen Sachen mit unserem Fahrzeug, weil große Städte immer ziemlich anstrengend sind. Ich meine, gut, mit einem normalen Auto sind mexikanische Großstädte auch nicht so lustig, aber wir haben auf der Oberlände einen Parkplatz gesehen, wo man auch anhalten könnte und in die Stadt spazieren. Da müssen wir einfach schauen, ob wir einen Platz kriegen, aber wenn nicht, haben wir gesagt, können wir auch drauf verzichten. Was Spaß. Motorrad wäre ja auch keine lustige Option. Bei uns ist auch noch der Tank leer, wir müssen das Motorrad erstmal wieder betanken. Ja, Großstädte sind nie Spaß, aber hier, also in den USA war es noch easy, weil du viel Platz hast. Hier ist wenig Platz. Und viel Verkehr. Viel Verkehr und die Leute fahren halt auch ein bisschen wie Sau hier. Also, dann verlassen wir doch schnell die anstrengende Großstadt wieder und machen mal einen Stopp bei einem kleinen Aussichtspunkt. Für den Abend sind wir auf der Suche nach einem ruhigen, sicheren Platz. Solch einen zu finden, ist hier auch nicht immer so einfach.
letzte Nacht haben wir hier geschlafen. Ja, einfach auf der Weiterreise. Gerade eines der wenigen schönen Plätze, die man auf iOverlander findet. Die Herfahrt war etwas rumpelig, aber zumindest dafür die Nacht ganz ruhig. Manuela übt sich da vorne in ihrem Spanisch. Sie schlägt sich richtig gut. Es war indigenas. Aha, interessant. Was hat er gesagt? Hier sind die Leute mehr europäisch und in San Miguel. Vom Aussehen auch körperlich. Genau, und in San Miguel de Allende sind sie mehr indigen. Also sie sehen anders aus. Okay, spannend. On the south side, east side more, yes? Yeah. Because there is the pyramids and everything, and Mexico City. It's touristic. Oaxaca. Chiapas. Yeah. So beautiful. Vamos. Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Sí. Nuestro hija, vamos, vienen a Yucatán. A Yucatán. Cancún. Sí. Arriba con aeroplane. Sí, sí, al sur de México es más bonito. Sí. Chiapas, Oaxaca, Chiapas, todo uh-huh. eso. Sí. Chiapas, sí. Oaxaca. Uh-huh. Aquí es más desértico. Desert. Sí. Desert. Sí. Geht weiter. Wie immer gibt's was zu tun. Sind gerade, Jodit ist gerade nach hinten schauen gegangen. Weil ich was Klirren gehört habe. Und sonst hat sie hier die Lade rausgerissen. Hat sich da, keine Ahnung, gelöst. Ist hier total verbogen. Ah. Toll. Schaut mal, wer gut drauf ist. Uns ist doch heute tatsächlich wieder mal eine Schublade ausgefallen. Und das, obwohl sie verschlossen war. Der Grund dafür, hier, wo das Holz eigentlich an das Metall festgeschraubt sein sollte und eigentlich 5 Schrauben hingehören, also 2 außen, eine in der Mitte und da nochmal 2 außen, waren eigentlich nur 2 drin. Also hier war eine. Und da war eine. An manchen Stellen waren noch Löcher vorgebaut, in der Mitte war nicht mal ein Loch vorgebohrt. An der Seite auch nicht, ja. Keine. 3 Löcher vorgebohrt und 2 Schrauben drin. 3 Löcher vorgebohrt, 2 Schrauben waren drin. Statt eigentlich wie bei den anderen Schubladen 5. Naja, jedenfalls haben wir jetzt 7 draus gemacht. Noch hier 2 zusätzliche gebohrt und. Aber sowas ist mühsam. Sowas ist mühsam. Naja, wir sagen immer, wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Und solange man es reparieren kann und sich zu helfen weiß, vergeht der Ärger immerhin auch wieder. Insbesondere dann, wenn man mit bester Gesellschaft unterwegs ist. Willkommen in Guanajuato. So. Jetzt komme ich mal mit den dummen Fragen. Erzähl mir mal, was ich unbedingt über Guanajuato wissen muss. Na gut. Guanajuato ist bekannt für das Stadtbild mit den vielen bunten Häusern, weshalb es auch seit 1988 den Status des Weltkulturerbe hat.
Bereits im 16. Jahrhundert stieß man hier auf Silbervorkommnisse, weshalb die Stadt dann einige Jahrhunderte später zu einem richtigen Dawson City des Silbers wurde. Das lockte auch viele Einwohner in die Stadt, sodass im 19. Jahrhundert nach Havanna und Mexico City die drittgrößte Stadt der westlichen Hemisphäre war. Also so viel los haben wir echt schon lange nicht gehabt. Vegas zuletzt oder so. Wir wuseln uns also durch die Stadt, suchen nach Souvenirstickern und folgen einer Bodenmarkierung, die verdächtig danach aussieht, als wäre soeben Falcon noch hier lang marschiert. Also Guanajuato, cooles Städtchen. Kann man sich echt mal anschauen, da im Vorbeifahren. UNESCO-Weltkulturerbe. Und wenn man da so durchgeht, versteht man auch wieso. Da steht angeschrieben Pipila. Das soll wohl der schönste Aussichtspunkt sein. Wir sind auf dem Pipi-Weg. Fun Fact. Wir sind übrigens gerade auf 2000 Höhenmetern. Da zeigt, glaube ich, ein bisschen zu viel an, aber zu grob. Guanajuato ist wirklich einen Besuch wert. Hier kann man locker einen, wenn nicht gleich mehrere Tage die Stadt abgehen und hat das Fitnessstudio gleich inklusive. Dadurch, dass die Stadt am Hang gebaut ist, haben die Beine ganz schön ordentlich zu arbeiten. Gut so. Da hat man sich dann wenigstens gleich das Abendessen inklusive dazugehöriger Cocktailbegleitung verdient. Also, was ist euer Fazit zu Guanajuato? Schön, wunderschöne Stadt. Und lebhaft. Und eine Kokainspur haben wir entdeckt. Der sind wir gefolgt. Falkole. In Guanajuato. Der ist gar nicht tot. Genau. Also, wir trinken jetzt mal noch 2,50 Cocktails. Wünschen gute Nacht. Orientierung in dieser Stadt verloren. So, jetzt wird hier zum Abschluss des Tages noch der Tequila ausgepackt. Du. Prost! Ja.